Herr Bayer, manchmal habe ich den Eindruck, dass das, was Sie da zu bieten haben, sich so anhört wie eine wundersame Geldvermehrung. Ist das so? Das zeige ich am besten einmal an. Unser Flipchart. Ja, das Thema wundersame Geldvermehrung, das hat ja im Prinzip einen wesentlichen Punkt. Stellen wir uns vor, wir können 1.000 Euro in unsere Unterstützungskasse einzahlen. Wir haben dadurch in der Kapitalgesellschaft einen Steuervorteil von plus 300. Das heißt, uns fließt im Endeffekt nach Steuer 700 Euro Liquidität ab. Das Gleiche hätten wir auch bei der Versicherungslösung. Die Unterstützungskasse hat die Möglichkeit, hier die steuerfreie Vereinnahmendotierung zurückzugewähren. Das heißt, das Ganze führt zu einer Mehrliquidität von plus 300. 300 Euro mehr in dem Fall, wie wenn ich überhaupt nichts gemacht hätte. Und es geht natürlich weiter, wenn ich im nächsten Jahr mein Darlehen verzinse, nehme an mit einem Zins von 5%, dann habe ich hier 50 Euro Zinsen, bekomme 15 Euro vom Finanzamt zurück, habe einen Abfluss von 35, bekomme auch hier meine Zinsen, die in der Unterstützungskasse steuerfrei vereinnahmt werden, wieder zurück und habe einen Liquiditätsgewinn von plus 15. Und das natürlich die ganzen Jahre fortkumuliert. Das heißt, durch die Steuervorteile wird Liquidität geschaffen. Es bleibt natürlich eine Verbindlichkeit hinten am Ende, die letztendlich erfüllt werden können. Aber durch die Vorfinanzierung stehen natürlich genügend Steuermittel zur Verfügung, die einer Anlage zugeführt werden können oder im Unternehmen arbeiten können und letztendlich dann für die Ausfinanzierung dienen.